Herzlich willkommen zum letzten Abschnitt mit dem Markus-Evangelium, bevor wir morgen den abschließenden Weggottesdienst am Sonntag des Wortes Gottes feiern. Damit sind wir an einem entscheidenden Punkt auf dem Weg angelangt. Im Anschluss an das Hören und das Lesen leben in besonderer Weise die barmherzigen Brüder in Kainbach die Botschaft des Markus-Evangeliums. Respekt, Verantwortung und Spiritualität werden von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Bewohnerinnen und Bewohnern im Blick auf die Leidensgeschichte und Erweckung Jesu erfahrbar gemacht. Der Geist Gottes möge unsere Sinne und vor allem unsere Herzen für die erweckende Liebe Gottes öffnen. Herzlich willkommen in den Lebenswelten der barmherzigen Brüder Steiermark. Alle 2 Jahre finden hier Passionsspiele statt. Eine integrative Theatergruppe bringt den Menschen das Leben, Sterben und Auferstehen Jesu nahe. Szenen daraus können Sie noch sehen. Aus der Heiligen Schrift liest für Sie Pater Prior Paulus Kohler. Das Leiden unseres Herrn Jesus Christus nach Markus. Es war 2 Tage vor dem Pascha und dem Fest der ungesäuerten Brote. Die hohen Priester und die Schriftgelehrten suchten nach einer Möglichkeit, Jesus mit List in ihre Gewalt zu bringen, um ihn zu töten. Sie sagten aber, ja, nicht am Fest, damit es im Volk keinen Aufruhr gibt. Als Jesus in Bethanien im Haus Simons des Aussätzigen zu Tisch war, kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbaren Nardenöl, zerbrach es und goss das Öl über sein Haupt. Einige aber wurden unwillig und sagten zueinander, wozu diese Verschwendung? Man hätte das Öl um mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie fuhren die Frau heftig an. Jesus aber sagte, hört auf, warum lasst ihr sie nicht in Ruhe? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Denn die Armen habt ihr immer bei euch und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht immer. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat im Voraus meinen Leib für das Begräbnis gesalbt. Amen, ich sage euch, auf der ganzen Welt, wo das Evangelium verkündet wird, wird man euch erzählen, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Judas Iskariot, einer der 12, ging zu den hohen Priestern. Er wollte Jesus an sie ausliefern. Als sie das hörten, freuten sie sich und versprachen ihm, Geld dafür zu geben. Von da an suchte er nach einer günstigen Gelegenheit, ihn auszuliefern. Am ersten Tag des Festes der ungesäuerten Brote, an dem man das Pascha-Lamm zu schlachten pflegte, sagten die Jünger zu Jesus, »Wo sollen wir das Pascha-Mahl für dich vorbereiten?« Da schickte er 2 seiner Jünger voraus und sagte zu ihnen, »Geht in die Stadt,
Dort wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm, bis er in ein Haus hineingeht, dann sagt zu dem Herrn des Hauses: Der Meister lässt dich fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Paschalamm essen kann? Und der Hausherr wird euch einen großen Raum im Obergeschoss zeigen, der schon für das Festmahl hergerichtet und mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles für uns vor. Die Jünger machten sich auf den Weg und kamen in die Stadt. Sie fanden alles so, wie er es ihnen gesagt hatte, und bereiteten das Paschamahl vor. Was unterscheidet diese Nacht von anderen Nächten? Gott ist groß. Nach dem Lobgesang gingen sie zum Ölberg hinaus. Da sagte Jesus zu ihnen: Ihr werdet alle Anstoß nehmen, denn in der Schrift steht: Ich werde den Hirten erschlagen, dann werden sich die Schafe zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Da sagte Petrus zu ihm: Auch wenn alle Anstoß nehmen, ich nicht. Jesus sagte ihm: Amen, ich sage dir, heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Petrus aber beteuerte: Und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich nie verleugnen. Das Gleiche sagten auch alle anderen. Sie kamen zu einem Grundstück, das Gethsemane heißt, und er sagte zu seinen Jüngern:
Setzt euch hier, während ich bete. Von mir.
Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Sieh da, dein Sohn. Sieh da, deine Mutter. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Als der Sabbat vorüber war, kauften Maria aus Magdala, Maria die Mutter des Jakobus, und Salome wohlriechende Öle, um damit zum Grab zu gehen und Jesus zu salben. Am ersten Tag der Woche kamen sie in aller Frühe zum Grab, als eben die Sonne aufging. Sie sagten zueinander: Wer könnte uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie hinblickten, sahen sie, dass der Stein schon weggewälzt war. Er war sehr groß. Sie gingen in das Grab hinein und sahen auf der rechten Seite einen jungen Mann sitzen, der mit einem weißen Gewand bekleidet war. Da erschraken sie sehr. Er aber sagte zu ihnen: Erschreckt nicht, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wohin man ihn gelegt hat. Nun aber geht und sagt seinen Jüngern und dem Petrus: Er geht euch voraus nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch gesagt hat. Wo haben sie ihn hingelegt? Was suchst du den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Maria. Rabuni? Halt mich nicht fest. Geh zu meinen Jüngern. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen: Geht hinaus in die ganze Welt und verkündet das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen.
In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und verkündeten überall. Der Herr stand ihnen bei und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die es begleiteten.